Ja, Freunde, dann willkommen zu einer neuen Folge von Scoom! Aber ich kann ja nicht nur auf Twitch meinen lieben aktiven Zuschauern ein bisschen was ab und zu, ne? Oder meinen Supportern halt, sondern auch den YouTube-Leuten hier. Deswegen mache ich euch mal hier so einen kleinen Flieger hin. Spawn KI. Wir brauchen eine künstliche Intelligenz, eine Marinerweise. So, ich hau dem da mal hin, ne? Also ihr seht es, die Leute, die im Video sind, oder vielleicht ist er dann schon weg, wenn das Video rauskommt. Gönnt euch, Freunde, gönnt euch. So, wir gucken jetzt mal weiter. Es ist nämlich jetzt 12.30 Uhr gleich. Okay, Happa Happa, ich mache mir Thai Curry. Standard halt, ne? Esse ich sehr oft. Ja, weil ich esse ja jetzt immer so eine... Ich versuche ja immer so vegan, vegetarisch vegan, so irgendwie, ne? Also, das bedeutet viel Gemüse. Kein Fleisch. Und wenn vielleicht dann halt nur ganz wenig, also wenig Tierzeugs halt, ne? Kein Käse, Milch sowieso nicht. Ah, da ist ja jemand, Leute, ihr seht selbst. Ich bin ja schon wieder nackig hier unterwegs, ne? Junge! Morgens hier bei Scoom. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal zusammen die Regeln an. Geht das vielleicht? Kann ich hier mal in Discord reinziehen oder sowas? Wir haben das ja irgendwie über Discord hier. Damit wir da mal einen kurzen Überblick haben. Also wir haben jetzt ja, damit ihr da Bescheid wisst, ne? Hier, ich ziehe Discord mal kurz hier rein. Funktioniert das oder gibt das hier Ärger? Nö, ne? Kein Absturz oder so? Also das sind hier unsere Regeln, das ist unser Discord-Server, ne? Da könnt ihr dann ganz normal raufkommen auf meinen YouTube-Kanal, oben rechts ist diese Einladung. Oder ihr macht bei Twitch Ausrufungszeichen Discord oder Ausrufungszeichen Info, dann kommen halt diese ganzen Befehle da, was ihr so machen könnt, ne? Wenn ihr da irgendwas wissen wollt. Ansonsten spawnt oder schreibt unser Server ja auch immer wieder alle halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, keine Ahnung, die Adressen dahin, ne? Das ist unser Discord-Server, neu ist jetzt, also Chat ist Hauptraum. Da wird immer gebrettert, wenn man da mal raufklicken, siehst du wohl, Honig im Angebot, Leute. Da freut sich der Tanzbär. Ich habe mir gleich erstmal zweimal bestellt hier. Der ist gesund für die Gesundheit, ne? Dann haben wir hier oben Premium-Logging, wem das interessiert, das ist hier... Das habe ich mir mal einfallen lassen, weil wenn der Server immer wieder voll ist, 50-50 und sowas, ne? Da habe ich mir einfallen lassen, ja, dann gebt doch den Support dann die Möglichkeit... immer zu spielen, ohne dass die da gekickt werden oder irgendwie sowas, ne? Weil die Mitglieder hier, die sorgen ja auch dafür, dass der Server hier läuft, wisst ihr? Weil ich bezahle ja auch den Server davon, ne? Also Premium-Zugang kann jeder ab Gold-Status aufwärts, ne? Da kriegst du dann quasi automatisch einen Premium-Zugang mit, wenn du denn einen haben wollen würdest. Du kannst ihn auch im Nachhinein immer wieder aktivieren, musst halt eben nur Bescheid sagen, ne? Ansonsten, wie gesagt, ab Gold-Status, Platin-Status oder hier, Dings hier, ne? Diamant-Status. Immer zocken, auch wenn der Server voll ist. Kickschutz, wenn Admins oder Premium-Vips halt, ne, also die Premium-Zugänge einlocken, dann kann das sein, dass man gekickt wird halt, wenn du keinen Schutz hast, ne, und da wirst du dann halt nicht gekickt. Und natürlich uns supporten, hier Server unterstützen, damit wir den bezahlen können, weil die 50 Slots, die kosten ja auch 80 Euro roundabout, ne. So, das dazu. Hier habe ich nochmal ein bisschen Hardware aufgelistet, wem das interessiert. Meine Gaming-Maus und Pixeluhren. Also das ist die Hardware hier, meine Zahnbürste. So ein bisschen Real-Life habe ich hier unten noch reingemacht. Ne? Der Zahnbürste ist auch Hardware halt. Das Honig-Zahncreme ist auch mal ganz interessant. Mal ein bisschen was Neues, ne? Weil ich glaube, ihr kennt auch nicht so diese Sachen hier. Und ich kannte die vorher auch nicht. Hat das jetzt ja auch erst alles kennengelernt. Ne? Hier meine Pulver, die ich immer fresse. Thai Curry, das mache ich mir jetzt gerade sowas zum Beispiel. Mein Piano im Hintergrund, wo ich Klavierspielen drauf lernen will. Und ja, ist aber gar nicht mal so einfach. Ich habe gemerkt, dass es halt noch ein bisschen Probleme ist, wenn du synchron spielst. Ne? Also du musst Melodie und dann den Bass und dann kommst du dann ja durcheinander halt. Ne? Wenn du zwei Sachen gleichzeitig machen musst. Komisch, aber ist halt so. Cracky hat gesagt, ohne Regeln geht's nicht. Er will jetzt irgendwie, dass wir die Regeln halt jetzt neu sind. Und ich habe dann gesagt, er muss sich auch drum kümmern. Serverregeln, da sind sie schon. Und dann hat er sich ein paar kleine einfallen lassen, um das ein bisschen zu managen, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Also der Community-Codex hat er das hier jetzt genannt. Der ist jetzt das Fair Play, was wir eigentlich von früher kennen. Ne? Also lasse einen Bambi ziehen, wenn er dich nicht bedroht. Also keine Bambi schießen, ist doch scheißegal, die können ja eh nichts. Es sei denn, ist halt ein krimineller Bambi, den kannst du natürlich wegballern.
Nimm dir nur etwas, was du brauchst, und zerstöre es nicht unnötig. Das hat den Hintergrund halt, ja, was willst du denen da total kaputt machen? Dadurch riskierst du vielleicht, dass der vom Server geht, und wenn dann ein Spieler weniger auf dem Server ist, dann hat da auch der Angreifer nichts von. Deswegen diese Regel halt, ne? Ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Das Töten von Spielern in der PvP-Zone ist erlaubt. Streamsniden verboten, der Loot sowie das Fahrzeug von LP-Schmiede bleibt unberührt. Also das ist jetzt irgendwie optional. Das Problem ist halt, ich habe halt keine Lust, immer Item-Lieferant für die Leute zu sein, im Stream oder wie auch immer, ne? Aber gleichzeitig will ich ja auch Action haben, aber wenn sich keiner mehr traut, mich anzugreifen, das ist halt blöde irgendwie. Müssen wir das nochmal managen? Also wenn du streamst, ist immer ätzend, ne? Wenn du streamst, ist immer ätzend, das irgendwie alles zu regeln hier, ne? Deswegen habe ich das mal vorgeschlagen, wenn die Leute wissen, dass ich das bin, ne, und mich angreifen wollen oder sowas, dann schieß erstmal ein paar Mal daneben, bis ich das gesehen habe, dass ich überhaupt angegriffen werde, damit ich reagieren kann. Weil wenn du gestreamsniped wirst, kannst du nicht reagieren, weißt du? Ja, damit ich wenigstens Chance habe, mal zurückzuballern oder sowas. Das wäre schon mal cool. Ansonsten halt, ja, wenn man dann sieht, dass meine Leiche da das war, dann einfach liegen lassen, das Zeug dann. Das hat halt den Hintergrund, dass man sich bei mir nichts nehmen darf, sonst, wie gesagt, sonst bin ich ja dieser Itemlieferant und die kommen immer wieder und schießen mich immer wieder tot, um meine Sachen zu haben. Das nervt dann halt, kann man verstehen, oder? Der Community-Kodex ist eine Regel, die aber nicht verfolgt und bestraft wird. Genau, also eine Empfehlung. PvE-Spieler haben die Möglichkeit, in der PvE-Zone einzuquartieren. Ja, gut, das ist auch selbsterklärend. Alle PvP-Aktivitäten innerhalb der PvE-Szene sind verboten, weil wir haben ja kennengelernt, dass selbst in der PvE-Zone, dass man da die Leute die ganze Zeit irgendwie killen kann und sowas durch mit irgendwelchen Tipps, so Tricks oder sowas da, ne? Und deswegen gibt es diese allgemeine Regel, dass man das eben nicht machen soll. Na, weil die Leute, die da im grünen Bereich wohnen, die wollen ja mit Absicht die Ruhe haben und eben nicht PvP machen. Deswegen sind sie ja im grünen Bereich. Der unmittelbare Bereich um die PvE-Zone darf nicht weder bebaut noch belagert werden. Ja, das wäre mir theoretisch Lachs, aber wenn Cracky das so haben will, dann ist das halt so, weil ich habe ja extra alles so ausgegrenzt, ne? Also auf unserer Karte. Wo ist das Spiel? Da. Wenn ich die Karte jetzt mal anmache, also was willst du denn hier belagern? Das ist ja alles Wasser, da kannst du ja kaum was belagern, ne? Belagern vielleicht hier, aber das wäre mir persönlich egal. PvP findet schon hier im roten Bereich statt. Also das ist nur eine Bauverbotszone, ne? Du kannst dich trotzdem Leute plattschießen und sowas, wisst ihr? In der roten Zone. Du kannst trotzdem Leute plattschießen. Also ab den Brücken wird es gefährlich. Das wissen die Leute aber auch, die bei uns spielen. Und mir ist das dann egal, ob da irgendwo einer hier wohnt oder da wohnt. Warum nicht? Ne, wer darüber will, der weiß, dass es gefährlich ist. Aber gut, wenn Cracky die Regel da so in der Form haben will. Dann probieren wir das halt mal aus, sage ich mal. Ne? So, wo sind jetzt hier die Regeln? Ich sehe das nicht. Discord muss ich, ne? Da. Bauverbotszone, das ist die rote Zone, habe ich gerade gezeigt. Ne? Da kann man gar nicht bauen, das geht gar nicht. Also. Alles selbsterklärend, ne? Base-Building ist die Leute noch wichtig. Bebauung wichtiger Loot-Spots, Bunker, Flughäfen, Militäranlagen. Ganz weil der ist grundsätzlich verboten. Ja, weiß ich nicht. Also. Wie gesagt, ich halte mich da so ein bisschen zurück, ne? Also, wenn Cracky das sich da so das haben will. Also, die Regeln sind jetzt auf Cracky gemünzt, ne? Deswegen habe ich auch gleich gesagt, dann musst du dich auch drum kümmern. Da hat er gesagt, ja, ist in Ordnung. Aber ich werde mich darum nicht kümmern. Das habe ich auch so gesagt, wie es ist. Ich habe keine Lust, den Leuten da mal hinterher zu laufen da und mich hier die ganze Zeit voll texten zu lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Von meiner Seite aus können die da bauen, wo sie wollen. Das einzige Problem, was wir bloß hatten, war immer in der Safe Zone, haben die alles zugebaut, ne? Ja. Und wenn du denn eine Tankstelle zubaust und alle Bunker, alles in der Safe Zone zubaust, ne, dann ist ja irgendwann ein Problem halt, dass die Spieler vom Server gehen. Und spätestens da muss ich dann was tun, weil mein Interesse ist es ja nicht, dass die Spieler hier vom Server gehen. Ne? Ansonsten in der PvP-Welt, meiner Meinung nach, dürfen die da bauen, wo sie wollen. Das ist mir sowas von scheißegal. Warum? Weil du kannst ja in der PvP-Welt, kannst du die Burg ja sprengen. Wenn dir der Typ da auf den Sack geht, ja, dann gehe ich dahin und mache die ganze Base platt, Alter. Ganz einfach. Dann haben wir einen Grund, da irgendwo anzugreifen. Also von mir, deswegen. In der PvE-Zone, also hier müsste eigentlich stehen, in der PvE-Zone. Ja, dann wäre das so für mich so in Ordnung, aber auch die PvP-Zone alles verbieten, weiß ich nicht. Das würde ich da rausnehmen, aber müssen wir gucken, wie Cracky das halt so haben will. Wir probieren das ja erstmal aus, ob das denn so fruchtet, wie er sich das so vorstellt. Ne? Dörfer, Städte, Burgen, Sägewerk, Tunnel, WW2-Bunker und so weiter darf bebaut werden.
Ja, wie gesagt, ich würde sagen, man kann bauen, wo man will, in der PvP-Zone und in der PvE-Zone halt nicht. Deswegen wollte ich ja zum Schluss diese Bauverbote überall integrieren, damit wir auch dieses ganze Regelzeug hier nicht brauchen, weil wenn jemand auf den Server kommt, ich habe auch keine Lust, dann irgendwie die ganzen Regeln zu lesen und ja, da dann immer dran zu denken an die Regeln. Deswegen also ich will immer ganz, wenn es Regeln gibt, ganz wenig. Na, so viel sind es ja auch nicht hier, aber ist halt so, ne? Mine platzieren ist verboten. Ausnahme, wie die Minen sind nämlich wieder aktiviert worden jetzt. Ausnahmeminen sind inner- und außerhalb der unmittelbaren Umgebung der eigenen Base. Ja, also, die Minen könnt ihr benutzen für die Base-Verteidigung, ganz einfach gesagt. Ist ja auch in Ordnung so, ne? Ja, Beleidigung und so ist klar. Man darf auch nicht überhand nehmen mit diesen Beleidigungen und sowas, ne? Weil viele Leute fühlen sich mittlerweile auch in Reels schon angegriffen. Und wenn ich das so sehe, wie teilweise die Leute sich beleidigen auf Reel, ne? Also die Person halt in Reel halt so beleidigen mit, ne? Was auch immer für Sprechen. Das mag ich nicht, da müsst ihr mit aufhören. Ansonsten habt ihr selber Schuld, wenn ihr dann da weggeballert werdet. Ja. Verwarnung. Also in erster Linie passiert eine Verwarnung. Also dir wird gesagt, lass den Scheiß, Mann. Sonst gibt's einen Gong. Danach kriegst du einen Kick. Wenn du gekickt bist, dann weißt du, als nächstes kommt wohl ein 24-Stunden-Bann. Und dann hast du Pech und dann hast du dann ein Permban danach und darfst dann erst ab 0.8 der nächsten Version dann wieder bei uns mitspielen, ja. So lang bannen wir immer. Wir bannen immer von Version zu Version. Also Permban jetzt halt, ne? Ja, das waren schon die Regeln so, Leute. Also so viel ist es nicht, aber man kann es meiner Meinung nach mal ein bisschen optimieren. Aber ich lasse Cracky das da alles so machen, wie er das jetzt erstmal mag, ne? Weil, wie gesagt, das einzige Problem, wir hatten nur ein Problem jetzt hier, ne? Und das war, dass die Leute hier immer alles zugebaut haben. Die Bunker sind zu, die Tankstellen sind zu, der Flugbahnhof ist zu. Und das nervt einen irgendwann, weil die ganzen PvEler, die wollen ja nicht in eine PvP-Zone gehen. Ja, weil ich bin PvEler. Und das müsst ihr mal begreifen, Alter. Ich sag's nochmal, die PvPler, lasst mal die Leute in der PvE-Zone in Ruhe. Wenn die Bock haben auf Kloppen und sowas, dann gehen die hier nach oben, ne? Und da braucht man sie nicht zu zwingen. Also ich mag es nicht, wenn man hier alles zubaut, die ganzen Spots, und dann sagt, ja, wieso, ihr könnt doch auch nach oben in eine PvP-Zone und da tanken und da in den Bunker gehen oder so. Nee, da werden die PvEler zu PvP-Aktionen gezwungen oder werden daraus Opfer gemacht und sowas mag ich überhaupt nicht. Deswegen, will ich es hier nicht so, ne? Die sollen hier komplett jederzeit in Ruhe spielen können, ohne dass sie irgendwelche Angst vor irgendwelchen Spielern haben müssen. Die Zone da unten im Grün ist ja nicht nur für PvEler, sondern auch für alle Anfänger bei Scum und sowas, ne? Ja. Und wenn die sich da oben irgendwie langweilen oder sowas, ja, dann müssen die sich da was einfallen lassen, weil hier oben sind genug Leute, ne? Ja, bloß in 20 Sektoren siehst du nicht immer jemanden. Das ist halt nun mal der Nachteil, ne? Deswegen von meiner Seite aus könnte ich sogar das noch größer machen, dass wir 50-50 machen oder so. Man könnte zum Beispiel auch Z4 grün machen, so wie jetzt, A4 komplett grün machen. Dann kommt hier in der Mitte diese Zone, dass du da, also zum Beispiel jetzt einmal eine Woche raiden kannst halt, ne? Einmal eine Woche raiden oder so. Aber das muss Admin halt machen, ne? Ich will ja, dass Admins gar nichts machen müssen, ne? Ich will, dass der Server selbst läuft, ohne dass wir da immer irgendwie Scheiße oft hinterher kramen müssen. Wir werden ja auch nicht dafür bezahlt, wisst ihr? Ist ja so. Macht halt keinen Spaß. Und damals. Das fordern die Spieler manchmal auch so, ne? Wo bleibt der Admin? Hier, das kann davon nicht sein und sowas, ne? Nee, wir müssen gar nichts machen. Wir werden ja nicht bezahlt, das ist ja privat, ne? Deswegen habe ich auch gesagt, den Mitgliedern kannst du helfen, so nach dem Motto, die Supporter hier, ne? Weil die beteiligen sich ja daran. Und die anderen, die bei uns keine Mitglieder sind oder sowas, ja, die können halt warten oder sich selber da irgendwie behelfen, ne? Das geht nämlich auch. Man kann auch ohne irgendwie Admins hier klarkommen. Mittlerweile ist das wirklich so. Ansonsten, liebe Leute, ihr seht es mittlerweile selbst. Also Anspruch auf dauerhaften Support gibt es hier überhaupt nicht, ne? Und bei Mitgliedern ist das halt so, da gibt man sich dann Mühe, dass man denen das da zurecht eben macht, ne? Wenn die irgendwelche Probleme haben. So, also dass man dann so das einteilt, ne? Aber dann wird ja wieder gemault. Ja, hier, wir haben ja die ganzen Loot-Spots für die PvEler und sowas, ne? Ja, es geht halt nicht anders, ne? Deswegen, also ich finde das so eigentlich schon ganz in Ordnung, hier unten. Und 20 Sektoren. Oh, kannst du mal die Klappe halten, der blödes Vieh, Alter? Ich brauche irgendwie eine Flinte oder sowas, ey. Das geht mir so auf den Sack, ey. Was sind das für Zombies, Mann? Die sollen sie mal umprogrammieren. Macht überhaupt keinen Spaß die ganze Zeit. Das ist ja Psychoterror, sowas. Also das nervt mich ja wohl mehr, als wenn er mich angreifen würde. Wisst ihr, die ganze Zeit rumgeschreie. Und da hört der nicht mal auf, der hat ja keine Pause.
Ja, die müssen leise sein, Alter. Und wenn die leise sind, das ist doch spannend. Guck mal, wenn ich jetzt nichts mitkriege und da kommt einer auf einmal zap, 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 so, ne? Diese Fußspuren einfach zap, 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 zap. Und dann drehst du dich um, oh, da kommt einer angesprungen oder wie auch immer. Ja, geil. Und nicht drei Häuser weiter, und immer wieder am Nerven da. Das nimmt ja die ganze Spannung. Dieses Schreien sollen sie mal rausnehmen. So. Außerdem ist das total verbuggt hier. Oder die Engine oder sowas. Ich bin da in der heutigen Zeit, dass es sowas überhaupt möglich ist, dass die Sounds durch alle Wände gehen. Das regt mich auch auf, Leute. Ich sag hier oft genug, was mir stinkt hier am Spiel und was verbessert werden muss. Ne? Weil mein Interesse ist ja nicht, Scum schlecht zu machen, ne? Sondern das zu verbessern. Das dürft ihr auch nicht vergessen, ja. Also dieses Video ist wieder nur Laverei, aber es muss so sein, weil viele immer noch nicht wissen, dass wir jetzt irgendwie so ein Regelwerk jetzt wieder installiert haben, ne, um das mal zu gucken, wie das so funktioniert, weil zum Schluss, wie gesagt, da funktionierte das hier gar nicht. Die Spieler haben sich wieder angefangen zu streiten und so. Und in der PvE-Zone kannst du sonst nichts machen, ne? Weil da können sich die Spieler nicht wehren. Ja, wenn du da angegriffen wärst, dann kannst du ja nichts machen, du kannst ihn ja nicht platthauen oder sowas, ne? Deswegen, wenn ihr irgendwie Stunk machen wollt oder so, dann geht doch hier oben. Ihr habt 20 Sektoren, Alter. Und lasst doch da unten diese Leute da in Ruhe und sowas. Ne? Wie gesagt, wir werden nach und nach immer das versuchen, wenn wir irgendwas rausfinden, was die Leute da unten nervt oder sowas, werden wir das halt umstellen, dass es halt nicht mehr möglich ist. Ne? Dann, also technisch ist es ja möglich, hier zum Beispiel die Brücke, dass die Brücke nicht mehr bebaut wird. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, ich mache hier überall alles rot, so rote Punkte jetzt da, rot, da, rot, da. Alles ein bisschen rote Punkte, dass du da automatisch nicht bauen kannst oder sowas. Dann hätten wir... Dann wäre das auch schon gegessen für mich, ne? Ja, ansonsten werden halt noch immer so Sachen genutzt, um die Leute halt zu ärgern in der PvE-Zone. Es ist manchmal ganz lustig teilweise, wenn die sich hier so ein bisschen bekriegen und sowas, ne? Aber wie gesagt, das geht schon langsam so weit, dass die sich... dass die wütend sind, dass die wollen, dass sie sich... dass die gebannt werden und ja, also die machen da... Das ist nicht mehr Spaß für die, ne? Das ist dann übertrieben und da müssen wir dann wieder einschreiten bei Admins oder Mods oder wie auch immer. Ja. Ach du Schreck, hatte ich keine Flattereule hier? Wieso ist denn das Tor weg? Ich hatte doch eine Fahne gebaut, oder nicht? Ist das weggegammelt, oder was? Ist ja merkwürdig. Wollte ich ja nicht mein Flugzeug holen. Keine Ahnung. Ist ja komisch, oder? Ich hatte doch das Schlösser drin, oder nicht? Weil knacken kannst du eigentlich nicht hier. Ja, weiß ich auch nicht. Alles merkwürdig. Ist ja auch egal. Dann machen wir das so, dann machen wir heute einfach nur eine Regelfolge, wie gesagt. Hier ist der Goldie Tower, sieht geil aus, ne? Wenn ihr wissen wollt, wie man das hier baut und sowas, dann schreibt es halt in die Kommentare. Kommt zu uns in Discord. Da kann man dann auch mit Sprache schnacken, ne? Ansonsten am besten ist es immer, wenn ihr einfach auf unserem Server kommt. Hier ist kein Passwort oder sowas. Und dann, spielt ihr hier mal mit, ne? Aber Rossa Platz 1, Handy 2, okay. Ich bin Platz 500 oder so. Läuft bei mir. 10 von 25. Oh, gar keine Online. Naja, so früh ist Mittag, ne? Platz 2 sind wir gerade. Jetzt kommt, weil ich so oft gestorben bin. Ich habe nur noch 20 Punkte. Wir waren sonst Platz 1. Ich weiß auch gar nicht, wer Perlen des Pazifiks sind. Das ist nicht Wolfi und so. Wolfi und so sind die hier. Guck mal. Das ist unser Bautrupp hier. Also wenn ihr Fragen habt zum Bauen, also das hier ist ein Squad, der ist irgendwie, das sind die Bauleute mit hier. Aber da ist auch noch ein anderer Squad, das ist der von Zippo. Wo ist denn der? Die Randals hier, die können auch bauen. Und dann ist da aber noch irgendwo, das ist, ich finde es richtig gut, wenn man da die Namen so reinschreibt. Irgendwie ist das doch geil, oder? Hier mit Huntress, wo ist Huntress denn in welchem Squad? Weiß ich jetzt gar nicht, aber die können das da auch alles, ne? Und Tante Hedeweg, Ilona und so weiter und so fort. Aber die machen, glaube ich, auch im Moment eine Spielpause oder sowas. Gut, liebe Freunde, wir sehen uns dann abends im Livestream, wenn ich Bock habe und ja, wenn ihr mich dann nicht so wild macht, ne? Und dann spätestens sonst morgen früh wieder und dann mal gucken, was wir dann machen. Ja, ich denke mal, wir gucken uns vielleicht nochmal das Wasserflugzeug an. Also ich weiß nicht, das ist ja blöde, dass jetzt hier alles kaputt ist. Ist das ein Bug oder sowas? Oder wurde ich jetzt hier eingegriffen? Aber das kann eigentlich nicht sein, weil da eine PvE-Zone... Es ist halt merkwürdig gerade, ne? Ja... Wenn der Patch neu ist, ihr wisst doch, Downplay und Patch Day heißt es ja. Boah, ich sabber hier die ganze Zeit. Sieht man das eigentlich rumfliegen? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Leute, weil ich doch gleich was fress. Jedenfalls müssen wir hier vernünftige Symptome einleiten, Leute. Ihr seht selbst, ne? Ja, kann ja auch sein, dass es halt ein Bug ist, ne? Meistens ist ganz viel Bugs immer in den neuen Sachen drin und sowas, ne? Und vielleicht hält das ja nur noch 2 Stunden, dann verschwindet das automatisch oder was weiß ich. Buggt einfach weg, keine Ahnung. Vielleicht auch, weil es ein bisschen im Wasser war, vielleicht...
Mag es das nicht. Hat nasse Socken gekriegt oder sowas. Das Tor kann ja sein. Es gibt ja mittlerweile nasse Socken, die einen killen können. Unfassbar, oder? Leute, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.